Hi, ich bin Marty Fischer und heute zeige ich euch, wie man Bossa Nova macht. Jeder kennt das ja. Irgendwie so diese, man geht in ein Kaufhaus oder in den Fahrstuhl und es dudelt so ein. Es wird oft als Fahrstuhlmusik degradiert und genau darum soll es heute gehen. Bevor sie zum Hintergrundgedudel verkommen ist, war die Bossa Nova, was portugiesisch ist für neue Welle, so wie New Wave, hatte sie ihren Höhepunkt Ende der 60er. Danach ist sie ein bisschen im Sand versickert. Schönes Bild in dem Zusammenhang. Einige wichtige Namen aus der Bossa-Szene, die man kennen sollte, sind zum Beispiel einer, den ich nicht aussprechen kann. Antonio Carlos Jobim sowie Luis Bonfa oder auch Caterina Valente, die eine Italienerin ist, aber zurück zum Wesentlichen. Die Bossa hat ihren Weg irgendwann dann auch in den Jazz und in die Black Music generell geschafft und da hat sie sich dann erstmal breit gemacht. In der Bossa finden wir so wunderbare rhythmische Patterns wie die Klave und die gibt's in verschiedenen Darreichungsformen. Zum Beispiel die 3-2er-Klave, die geht so. 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Man kann sie auch umdrehen, dann ist die Zweiergruppe vorne und die Dreiergruppe hinten. Das klingt dann so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Aha. Ganz typisch für diesen Stil sind auch Gitarren, die so die synkopisiert darüber gespielt werden, über den Rhythmus. Wenn man jetzt also so ein Tempo hat, dann könnte die Gitarre zum Beispiel Folgendes spielen. 3, 4. Dum bad 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 dab dum dab bad 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 bad. Geil! Und das zeige ich euch jetzt. Als ich diese Akkorde aufgenommen habe, dachte ich direkt an eine Melodie. Eigentlich hatte ich die schon, während ich die Akkorde gespielt habe. Und diese Melodie klingt ein bisschen verträumt eventuell. Sie sehnt sich an eine Küstenstadt. Vielleicht eine von Felsenklippen eingerahmte Lagune. Naja, so klang das. Und als ich das hatte, wollte ich direkt den Bass haben. Und der Bass spielt hier so eine Figur, die man im Samba, glaube ich, spielt. Auf jeden Fall spielt man in diesem Fall meistens nur einmal die 1 und dann zieht man immer eine 16. vor. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich habe die 1 dann doch nochmal mitgespielt mit dem Bass. Grundsätzlich nur Grundtöne gespielt. Vielleicht hier und da mal so 2, 3 Durchgangstöne. Aber sonst einfach nur Rudimente. Und die Brasilianer, also Jobim, haben super viel von den Jazzang genommen. Aber die Jazzer haben angefangen, das alles zu vermischen, also Afro-Kubanisches und Brasilianisches zu mixen. Und dann entsteht dieser Begriff Latin. Aber dieser Begriff ist eigentlich Quatsch, den gibt es nicht. Also es gibt brasilianische Musik und es gibt Afro-Kubanische Musik aus Kuba. Also es gibt natürlich noch viel mehr, aber das sind so die zwei typischen so. Und Bossa Nova ist brasilianisch. Und da ist eigentlich was? Diese die große 2 oder was hast du gesagt? Genau, also die wird so betont vom Bass. Was? Aus dem Samba. Bossa genau. Ist langsamer Samba. Richtig, daher kommen nämlich die ganzen Klavo, die ganze Scheiße. Genau. Also eigentlich alles kopiert nur. Genau, ja. Das heißt, der Bass macht Dum, Gung. Dum, gung, oder dum, gung, dum, gung. Genau, also ist das, was ich gemacht habe.
Falsch. Ja. Na gut, dann halt nochmal richtig. Sofort bekommt es diese Wärme. Der Bass ist so ein unterschätztes Instrument. Jetzt haben wir schon mal das harmonische Fundament und jetzt brauchen wir das, was der Bosser eben erst diese Bossigkeit gibt, nämlich den Rhythmus. Und wer könnte uns das besser erzählen als die beiden Rhythmus-Beatbox-Pioniere Lutz und Peter, meine Außenkorrespondenten. Bitteschön. Bassdrum. Kick. Shaker. Rem-Click. Dies sind also die Zutaten. Toll. Dies sind also die Zutaten, die wir dafür brauchen. Ich werde das jetzt an meinem MIDI-Keyboard spielen, mit Drum-Samples. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Es ist nicht auszuhalten. So, was aber noch ganz wichtig ist für die Bosser, sind Percussion-Instrumente. Also alles, was rüttelt und klappert. Ja, das war's eigentlich schon. Und dann habe ich so überlegt und dachte so, Mensch, irgendwas ist da noch, irgendwas fehlt. So oben rum. Ein Hütchen, was man raufsetzt gegen die stechende Sonne. Und dann bin ich auf ein tolles Rhodes-Sample gestoßen. Und das habe ich dann hier eingespielt. Und das alles klingt ganz wunderbar und ich bin auch ganz happy mit dem Ergebnis. Aber jetzt werde ich nochmal ein bisschen, zumindest mit dem großen C, in den Techno-Trickkisten-Sack eintauchen und das ganze Ding nochmal remixen zu einem sommerlichen, vibigen, loungigen House-Bossa-Ding. Ich mag die Bossa Nova. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt einen Cocktail vertragen, nachdem ich diese Mucke gehört habe. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr ihn gerne abonnieren. Ich bringe immer so lustigen Kram mit Musik raus und ihr könnt das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Das hilft mir immer sehr weiter, weil wie soll ich sonst, ahnen, was euch gefällt? Nein, ihr müsst es mir schon zeigen mit dem Daumen. Wenn ihr abonniert, vergesst by the way das Glöckchen nicht. Und ich weiß ganz genau, dass die Hälfte von den Leuten, die mich hier schauen, nicht abonniert haben, obwohl sie immer wieder die Videos gucken. Also macht es, klickt auf diesen Abo-Button. Es kann doch nicht so schwer sein. Also dann, ciao.